Herzlich willkommen, Leute. Es ist wieder Kriegszeit am Sonntag. Heute sehr früh, 9.19 Uhr. Wie es manchmal so ist im Leben. Wir starten rein und gucken, was der Krieg heute bringt. Bevor wir aber richtig reinstarten, gucken wir erstmal noch neues Mitglied begrüßen in der zweiten. Ja, dadurch, dass ich ja Mittwoch den Krieg nicht aufgenommen habe, muss ich das heute machen. Und wollen wir mal gucken, wir sind mittlerweile mit der zweiten Truppe, mit der Tochterallianz, 30.000 Allianzpunkte hinter der ersten. Ja. Das heißt, das ist nicht schlecht. Das läuft, glaube ich, ganz gut. Ne? Das läuft, glaube ich, ganz gut. Und wir gucken mal. Ja. Neu dazugestoßen ist Mauzi Meier. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Ja, vor 9 Tagen dazugestoßen. Was so viel heißt, wie ich hab's letzten Sonntag verkackt, dich zu begrüßen. Ja, das ist natürlich nicht in Ordnung von mir. Mauzi Meier, ja, Asche auf mein Haupt. Es tut mir leid, schön, dass du da bist. So muss das sein. So, gucken wir rein in den Krieg. Wir spielen gegen SG Khakis. Also die Small Giant Khakis. Kann man machen, ja. 77 Angriffe haben sie noch. Stehen bei 3.595 Punkten. Wir haben 125 Angriffe und stehen bei 2.100. Ja, wenn man mal rechnet, 30 Angriffe, a 50 Punkte, sind wir bei, also wären wir quasi eventuell gleich auf. Wir haben im Moment knapp 50 mehr. Das heißt, es ist erstmal alles im grünen Bereich. Wollen wir mal gucken, ja, wie das so läuft. Ne? Ein bisschen was steht ja noch. Wir schauen mal, womit wir hier anfangen. Cleopatra und Waterpipe Khufu außen bringt uns Zeit. Bringt uns Zeit. Ne, gucken wir mal. Gucken wir mal. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Ja. Ich hatte ein Team gebaut mit Olle Dingsbums hier, mit Olle Hypnos. Das ist quasi die 7. Die 7. 7 wäre ein grünes Team. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Machen wir so. So, Hartog gehört da auch mit dazu. So, Hypnos könnte in der zweiten Stufe Busted entfernen. Hathor könnte uns Überheilung geben, falls Khufu um die Ecke kommt, aber er steht halt außen und ich habe da durchaus, male ich mir Chancen aus, dass der einfach lange braucht, um auszulösen. Ja, und Waterpipe, grün haben wir bei für ihn. Und alternativ haben wir Hypnos, der zumindest die Minions da wegrationalisieren kann. Ich würde sagen, das ist ein Plan. So. Ja, die dicke Truppe kriegt Quinell, weil die halt haut als letztes drauf. Und dann starten wir einfach rein und gucken, was passiert. Na? Mein T-Shirt ist verrutscht hier. Ne? Alle Ops. Okay. Rot haben wir. Noch mal kurz gucken hier. Wir spielen mal als erstes den. Das gibt uns zumindest mal Rot im zweiten Zug, Grün im zweiten Zug. Ich will eigentlich ungerne in Khufu reinspielen.
Ich überlege. Ich überlege. Wenn ich den roten nach unten, also wenn ich den jetzt so schiebe, wie er den will, dann kann ich danach rot spielen. Wenn ich den grünen nach oben ziehe, geht das danach in rot. Dann habe ich Hypnos zumindest an. Es fliegt aber relativ viel in Bastet rein. Und ich habe danach aber, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, noch ein rotes Match, so dass ich Hypnos auf neun Steine bekomme. Und eventuell Bastet ihr Gedönst wegmachen kann. Eventuell. Okay. Wir haben erstmal Heilung. Und wir können vier Grüne zusammenbekommen. Jetzt ist die Frage, ob Hypnos, also ob die ausweichen, wenn Hypnos draufhaut, ja? Das ist die große Frage. So, wir spielen auf jeden Fall gleich nochmal rot. Und dann lassen wir mal Hypnos noch. Das habe ich nicht gesehen. Ich wollte eigentlich gerne mir da grün hinbauen. Jetzt sollten wir mal heilen. Hypnos ist voll, also spielt man auch. Ja, ein bisschen was hat getroffen, ein bisschen was ist ausgewichen. Das große Problem ist, dass das grüne Match nicht reicht, um den Kollegen jetzt anzubekommen in Grün. Ich blau spiele, was in Rot geht, geht es in Kleopatra rein. Ich weiß nicht, wie viel Schaden Waterpipe bekommt dadurch. Wir spielen ihn mal durch die Mitte. So, das bedeutet, der eine rote müsste reichen für Waterpipe, genau. Und wir haben Hathor an, das ist auch wiederum gut. Wir würden jetzt in Kofu spielen. Wir haben die Grünen an, haben das Problem, dass wir schweres Aua kriegen, stehen aber alle noch. So. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir Kleopatra hier weg? Ja. Bist du fertig, ey? Dieser Hund, Junge, macht mich verrückt. Okay. So, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Wir spielen erstmal die Grünen hier weg. Hypnos ist an. Nehmen wir noch die zweite Ladung auch mit, Schrägstrich die dritte. Und damit es nicht so knapp aussieht, würde ich behaupten, wir heilen nochmal. Dann sieht es nämlich so aus, als hätten wir gar nichts abgekriegt.
Also fast. Das war ja ganz okay. Ja, das war ja ganz okay. Das war ganz okay. Aramis, Wanda, Dingsbums. Was haben wir hier? Noch ein Kofu außen. Okay, hier sollten wir also nicht mit Blau reingehen. Nicht mit Blau und nicht mit Rot. Nicht mit Blau und nicht mit Rot. Team 4 hat Blau. Team 5 aber nicht. Aber irgendwie ist Penulite da eventuell gar nicht so toll. Von daher werden wir das Team ein bisschen mischen. Ey! Wir werden das Team ein bisschen anders bauen. Also gelb für Snolly ist klar, ne? Ich überlege jetzt gerade, ob es vielleicht Sinn macht, Ludwig rauszunehmen, weil er ist nun mal langsam, das ist nun mal ein Fakt, ja. Überlege, ob wir dafür Oberkahn im Doppelwopper-Kostüm nehmen. Nee, das lassen wir so. Das lassen wir so. Gucken, was passiert. Los geht's. So, lila links gibt einen Diamant. Und den muss ich leider auch spielen, sonst bin ich traurig. Und jetzt spielen wir erst den. Ah, Kaskade wollte ich nicht unbedingt, aber ist egal. So, welche Seite ist jetzt gefährlicher? Ich glaube tatsächlich, dass die linke Seite gefährlicher ist. Obwohl Zhang Fei gleich durchlädt, der kann sich wiederbeleben, ne? Wo hecken Steine drunter? Unter Kofu heck Steine? Ein? Rechts habe ich Steine. Dann wäre wahrscheinlich besser, wenn ich rechts drauf gehe. Weil entweder kann ich ghosten oder ich kann sie aber wegnageln. Mit den Steinen dann. So, gucken wir mal. Die halten eine ganze Menge aus, die Jungs. Okay. Dann hätte es also auf der linken Seite auch nicht erreicht. Von daher ist das ganz gut, dass wir das so gemacht haben. Wir spielen mal den so. Oh, hat nicht erreicht. Jo. Guck mal an. Aha. Doch erreicht. So. Er stirbt auch. Das ist auch gut. Und dann machen wir die alte mal an hier. Dann ghosten wir die Viere mal weg. Und walten mal des Amtes hier und gucken mal, was noch übrig bleibt. Brand ist drauf. Mana Slowdown auch. Das ist gut. Ja.
Hören wir mal den, dann können wir danach wieder reinspielen. Okay. Wir spielen erst den. Also ich sag mal so, das Ding ist hier laufen, ne? Das ist jetzt die Kosmetik hier, dass wir Ludwig noch anmachen vorher. Falls die Steine nicht erreicht hätten, dann hätte die Alte ausgelöst, aber ich sag mal, das Ding war ja geritzt gewesen, ja. Von daher alles gut. Das war ja mal ganz nett. So, okay. Robert nimmt den, dann nehme ich den. Rator, Konshu, Elnar Daha. Und hinten in der Ecke die Heilerin, Schrägstrich, die übel reinhaut. Und Spandi. So, das machen wir also in Blau. Das machen wir also in Blau. Ja, was ist die Idee? Ja, eigentlich ist ja eher Sif so dafür da, wenn die auf alle gehen, ne? Das macht ein bisschen mehr Sinn, eigentlich. Ein gelbes Team will ich mir aber noch aufheben. Ich könnte auch in Rot gehen, bin mit dem Roten aber sehr, sehr unglücklich tatsächlich. Also da bin ich noch nicht ganz so konform hier, das ist dann quasi Serandite, Zagrok und Wächtergorilla. Ja, ich weiß, Zagrok ist jetzt nicht so der Knaller und Serandite mit 6 Steinen und Wächtergorilla mit 9 und bla und Zagrok auch mit 9. Ich habe aber einfach, ja, ich hätte noch Hypnos mitnehmen können, ne? Und den habe ich jetzt aber schon verbrannt und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Von daher machen wir das einfach so. Dann machen wir das einfach so. Und am Ende, wenn es schief geht, können wir sagen, war eine Fehlentscheidung. Oder wir sagen am Ende, war doch richtig gewesen. Wir werden es sehen. So, gucken wir uns mal das Board an. Ein paar blaue Steine haben wir, nicht ausreichend, aber immerhin was. So, spiele ich den linken blauen in Hathor, was auf jeden Fall schon mal ordentlich bei ihr klappert. Dann geht danach das in Rot und das blaue Match in der Mitte ist weg. Ja, weil die Roten dann so lang, ne, ineinander fallen und der blaue rutscht einen hoch und schon kann ich nichts mehr machen. So, von daher spielen wir den erstmal so und gucken mal, ob sich hier noch irgendwas anbahnt. Ah. So, neue Situation. Ich könnte grün in Konshu spielen. Würde damit den blauen oben hinkriegen. Ich könnte aber auch rot und grün zusammen spielen. Konshu wird wahrscheinlich auslösen und hätte danach die Möglichkeit, entweder in Hathor reinzuspielen oder in Konshu, je nachdem, wie ich da Bock drauf habe. Also wenn ich Rot und Grün spiele, habe ich danach auch ein gelbes Match und ich habe relativ viel Bewegung in der Mitte, weil ich irgendwie auch das brauche. Ich habe nicht so viel, ne? Okay, Konshu hat nicht ausgelöst. Das ist erstmal ganz okay. So, ich jetzt hier den Grün nach rechts spiele in der Mitte, dann rutscht Blau hoch in der Mitte. Das heißt, wir haben das blaue Match, wir haben aber links nichts mehr. Wir haben rechts Gelb. Unten auch. Ich habe aber das Bedürfnis, mal in Hathor reinzuspielen. Warum, weiß ich nicht. Ist einfach so. Manchmal hat man ja so ein Gefühl. Muss nicht stimmen, ne?
Genau. Löst Hathor aus? Naja, weil die Combo kommt, na klar. Direkt scheiße. Ein Konshu hoch und wahrscheinlich stirbt jetzt Hasi. Er geht nach rechts, okay. So, der Deathdown bringt jetzt natürlich keine Punkte. Wir rotzen aber trotzdem mal drauf. Weil Schaden macht's ja dennoch. Oh. Wir brauchen aber dringendst Heilung. Warum hab ich denn jetzt eigentlich den Wasserschaden und den Deathdown? Ah ja. Wegen dem Familienbonus Mond. Okay, die da rein, dann nach links, dann haben wir die gelben an. Einziger Nachteil, Elnadaha löst Feuer aus und wird uns erstmal was rausblasen, genau. So, ein bisschen was steht noch, das ist erstmal gut. Wir machen Sif auch an, falls jetzt Poseidon um die Ecke kommt. Wir müssen auch aufpassen mit Milena da hinten. Wir müssen irgendwie blau auch zusammenkriegen. Wir machen das mal so, dann haben wir ein blaues Match. Milena heilt. Frage ist, reicht der eine blaue Stein für Hathor? Ich will die gerne weg haben. Na? Scheiße, hätte ich mal doch hier geholtet. Ich Pissnelke. Ah, nee, ey. Okay. Das war das Glück des Tüchtigen. Muss man auch mal so sagen. Das war das Glück des Tüchtigen. Wir spielen mal das hier, um durch die Mitte was zu spielen. Ah, mal Glück. Nochmal Glück. Okay. Oh, nochmal Glück. Gut. Da darf ich mich jetzt wahrlich nicht beschweren, ja. Da darf ich mich wahrlich nicht beschweren. Also, das war hinten raus jetzt glücklich. Ja, das muss man mal so sagen, das war glücklich gewesen. Aber auch das muss ja mal sein. Ja. So, und wir haben freies Feld. Wir haben freies Feld und können jetzt also ein bisschen überlegen, was wir machen. Ich würde tatsächlich, ich gucke mal kurz. Wir haben noch Gelb, wo gerne auch Minions stehen dürfen auf der gegenüberliegenden Seite. Dann habe ich ein bisschen was mit Rot gebastelt und ein bisschen was noch mit Blauen so gebastelt. Obwohl ich mit dem Blauen und Roten nicht so richtig glücklich bin, das kann sein, dass wir das quasi so dann nochmal umwurschteln. Aber das gelbe Team, das müssen wir versuchen jetzt noch ordentlich einzusetzen. Was ist das denn hier? Doppelpengio. Und Peppermint. Doppelpengi und Peppermint. Na, ich weiß jetzt nicht, ob das Richtige gleich ist für so ein Penyolei-Team. Wir haben hier unten auch Bera mit Pengi. Na komm. Wir nehmen mal den, weil wir jetzt die Situation haben, wir haben ja noch zwei Angriffe. Wenn es richtig übel schief geht, können wir da mit einem guten Team noch draufhauen. Wenn es ein bisschen schief geht, also dass noch ein kleiner Rest bleibt, dann wird wahrscheinlich meine Frau ran müssen. Wir spielen das mal.
und gucken mal, was wir da zusammenbekommen. So, Penulite macht auf jeden Fall auf die drei Pengi und Peppermint mehr Schaden. Das ist schon mal gut. Wir können uns eventuell mit Krampus ein bisschen schützen. Ist auch gut. Das ist die Idee. Das ist die Idee und von daher starten wir rein. Billy-Knops? Vielleicht auch nicht. Ja. So, da ist, also es sind erstmal an sich Steine da. Noch nicht genug, aber es sind erstmal welche da. Wir wollen mal nicht zu päpstlich sein. Ja. Wir wollen mal nicht zu päpstlich sein. Wenn ich den grünen, also den da, mit gelb tausche, dann geht das in blau und danach in gelb und ich habe rechts einen blauen Diamant, wenn es keine Kombo gibt. An der Stelle rutscht nämlich der blaue hoch und dann habe ich einen blauen Diamant. Und nach dem blauen Diamant habe ich ein gelbes Match auf der rechten Seite. Das klingt für mich erstmal plausibel. Ja, weil ich habe drei gelbe weg, drei blaue weg und habe einen blauen Diamant danach, um mich erstmal irgendwie in Schutzposition zu bringen, um dann gelb zu spielen und mal gucken, vielleicht rutscht ja das ein oder andere auch nach. So, wie habe ich das jetzt gesagt? So, ja. So, also blau geht in gelb. Okay, ich Glück, dass sogar noch was nachrutscht. Dadurch entsteht aber mein Diamant nicht. Wie sagt man so schön? Man kann nicht alles haben, ja? Okay. So, wie viel habe ich denn jetzt aber gelb gehabt? Ich hatte gerade vier gelbe dadurch, ne? Jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Ich kann natürlich Peppermint jetzt in der Mitte rausnehmen, ne? Das ist logisch. Ja, ich glaube auch, was hat er noch? 491, da würden wahrscheinlich sogar die zwei Steine reichen, wenn ich von links nach rechts spiele. Wenn ich von links nach rechts den gelben spiele, also den da, hätte ich danach auch noch ein blaues Match dort. Ich habe aber rechts auch blau. Ich spiele aber erst das Blaue, weil dann habe ich auch noch Gelb rechts. Ja, das war gar nicht so schlecht, weil wenn ich jetzt den gelben Drachen runterziehe, geht das ja in Lila und macht mir Gelb auf der rechten Seite auch weg. Und ich habe die Chance, also das heißt, ich habe die Chance, ich habe dann quasi alle an. So, das heißt, wir machen das mal so. Und das mal so. Ja, und jetzt ist die Frage, wo gehen wir drauf? Ja. Gefühlt eigentlich hier. Weil wenn Kleopatra noch stehen bleibt, was passieren könnte, dann ist es nicht so schlimm, weil dann heilt sie quasi nichts. Finde ich gut. Dann gehen wir vorher mal mit Penulite drauf und gucken mal, was noch überbleibt. Wahrscheinlich links. Genau. Dann machen wir auch keine Späne. Kleopatra heilt massiv. Danke, den habe ich auch verstanden. Den habe ich auch verstanden. Dann spielen wir den da hoch, um dann mit Blau da rein zu krümeln. Okay. So, dann spielen wir den. 6 geghostet. Da unten liegen noch welche. Und dann können wir uns langsam an Kleopatra ranmachen. Die wird jetzt nochmal heilen.
Und dann müssen wir uns langsam mal um sie kümmern da. Doch, für jede versuchte Statusänderung. 205 Leben, Mann, was soll denn das? Wie lange hat die das? Drei Runden. Ist ja blöd. Weil Leonidas macht das. Drake macht was. Ist doch scheiße. Ah, wollte ich nicht. Ich will natürlich nicht in die reinballern die ganze Zeit. Mann! Giu, Alter. Ja, sie löst jetzt aus, ist mir schon klar. Ah, jetzt habe ich... Ich hasse mich. Zum Glück ging's gut. Ich hasse mich. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe Krampus nicht angemacht. Angriffsverstärkung nicht mitgenommen. Im schlimmsten Fall wäre die alte stehen geblieben. Dann hätten wir den Salat gehabt hier. Da hätten wir den Salat gehabt. So. Ja, 4-8 ist mir eigentlich ein bisschen wenig. Ich muss dazu sagen, das steht halt auch so richtig scheiße, ja. Also langsamer Tank und Ariel außen. Das ist natürlich Murks. Aber vielleicht nehmen wir was anderes. Mal gucken. Ferdinand außen. Gibt so ein paar Dinger, die gibt es ja nicht, ja. Der 747 hier, ja, der Kollege, der hat mich angegriffen, glaube ich. Hier oben, da, zack. 7407, 15 Punkte hat er geholt. Komm, dann probieren wir dich auch mal. Okay. Mutter Nord. Nicht schön, Kepri nicht schön, Frost, Elisabeth, naja, er macht natürlich auch dolle Bumm, ja, auf alle. Ja. Ja. Na, eigentlich ist es, ja. Eigentlich ist es auch schon wieder Mooks, das Team, ne? Das ist schon wieder Mooks, weil... Wächtergorilla eigentlich keine Funktion hat, ne? Weder das Reflektieren noch das Boni entfernen noch sonst was. Überlege, ob ich ein anderes Team irgendwie schnell bastle mal. Ansonsten, also eigentlich wäre das quasi so gewesen, dass ich das so gemacht hätte. Ja, das wäre eigentlich das gewesen. Ob mir das jetzt tatsächlich was bringt, richtig? Wisst ihr, was? Wir probieren das einfach. Was soll das, wa? Was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Was soll schief gehen? Wenn die Steine kommen, kann alles was werden.
will mal den grün spielen, um zu gucken, was da so nachflutschert. Okay. Dann spiele ich den grün, weil ich gucken will, was da so nachflutschert. Ja, den roten, den er mir da anzeigt, den könnte man natürlich spielen. Ich könnte aber auch rot nach rechts schieben. Das sieht erstmal als die schlechteste Variante aus in der Mitte. Aber ich hätte danach zumindest ein grünes Match, um Celine und Melindor anzukriegen, weil er wird kommen. Und wenn er seine Feinde draufgedrückt hat, na, und die Time läuft, dann wäre das schon ganz gut, wenn wir vorbereitet sind. Ja. Wir machen das mal so. So, er kommt. So, Dinger weg. Drauf. Vielleicht kommt Rot nach. War nicht das Schlechteste gewesen. Okay. Dann spielen wir ihn mal gleich. Ich will nämlich diese komischen Minions weghaben, was nicht geklappt hat. Gut. Guter Mann. Guter Mann. Brauchen irgendwie noch ein bisschen Rot oder ein bisschen Grün, ja? Das sind relativ viele Züge, die wir hier brauchen, aber wir kriegen Rot zusammen. Okay, und wir kriegen Grün zusammen. Das war gut und wichtig. So. Dann hauen wir erstmal nochmal drauf. Ost ausgewichen, war klar. So, okay, wir heilen jetzt noch nicht. Wir warten ab, bis die Dinger da sind. Und probieren jetzt. Mal schauen. Wir dürfen halt die Mutti auch nicht außer Acht lassen, ne? Weil das wäre saublöd, wenn die uns später dann irgendwas wiederholt an der Stelle. Das geht in grün, das ist okay. Das reicht für die Mutti. Wir heilen nochmal, geben nochmal was drauf. Elkan wird kommen. Kann man auch reinspielen. Haben rot drunter. Und die Welt ist in Ordnung. Darauf ein Käffchen. Revanche geglückt, wie man so schön sagt. Kann natürlich auch mal schief gehen. Logischerweise. So, jetzt müssen wir gucken, was wir als nächstes nehmen. Als letztes. Hier, oh, Ratatorsk außen. Das ist auch nicht schön gestellt, ja. Nicht schön gestellt. So, Oberkahn im Kostüm. Oberkahn im Kostüm.
Vivica entfernt Boni von allen Gegnern, ja. Sie entfernt von allen Verbündeten. Frost tut mir erstmal nichts. Ja, muss man auch mal so sagen. Ne? Er tut mir erstmal gar nicht so dolle weh. Ja. Er tut mir quasi auf Dauer weh. No. So, warte mal. Das habe ich scheiße gestellt hier. Sagt doch keiner was, ne? Sagt doch keiner was. Okay, so. Und wir probieren das. Wir haben einen Lauf heute. Was soll's? Ja. Kann klappen, muss nicht klappen. Wir werden es herausfinden. Oh, alles sehr gebündelt in der Mitte, du. Meine Herren. Oben haben wir noch mal gelb. Will das mal so spielen. Wir erreichen nämlich, wenn wir jetzt die blauen spielen und in die gelben reindrücken, dann kriegen wir das hin, dass wir danach unten rechts zwei blaue nebeneinander zu liegen haben und geht relativ viel durch die Mitte und vielleicht kommt da noch ein blauer nach, dass wir drei blaue haben. Tatsache. Das Einzige, was richtig kacke ist, ist, dass er jetzt gleich seinen Scheiß, macht. Und das wird er tun. Dann spielen wir das als Combo. Zum Säubern aller Verbündeten haben wir keine Zeit. Aller Gegner haben wir keine Zeit. Pusten da mal drauf. Okay. Kann aber jetzt zumindest durch die Mitte ghosten. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Wenn der wiederbelebt wird, kriegt er 50% Mana obendrauf, ne? Ja, wir machen das mal dahin und ghosten mal durch die Mitte. So. Anitra an ist immer gut. Und wir können relativ viele Steine hier wegbewegen. Ja, der belebt sich wieder. Und natürlich löst er jetzt auch aus, ist ja klar. So, jetzt aber, mach weg die Scheiße. Okay. Ja. So, wie viele Steine haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Brauche aber neun, ja.
Hey, der muss doch jetzt mal sterben, oder was? Das weicht keiner aus. Das weicht einfach keiner aus, Alter. Das weicht keiner aus. Ja, das weicht einfach keiner aus. Es weicht einfach keiner aus. So, wir kümmern uns erstmal um Ratatorsk dann. Ja, wenn du glaubst, ja, dadurch, dass der Angriff runtergeschraubt ist, wenn du glaubst, dass du da einmal drauf lenzt, ja, und dann ist der weg, dann ist er knicken. So. Dreie gehen vorbei. Bla bla bla, dann machen wir das so, dann sind die alle wieder an. So. Er kann nicht ausweichen. Ja, dann pusten wir da mal drauf. Weil der geht mir ganz schön auf den Sack mit seiner Scheiße. Also nehmen wir mal weg. Dachten wir. 13. 13. Einfach mal 13. So, machen wir die mal an, weil Devana jetzt gleich kommt. Ja, keine Ahnung. Und dann machen wir mal den Diamanten. Jetzt kommt Frost wieder, dadurch kann der rote Spritzer auch nochmal überleben. Oh, ausgewichen. Einmal ausgewichen. So, die reichen wahrscheinlich wieder nicht. Natürlich nicht. Das ist eine ätzende Scheiße. Und jetzt geht uns so langsam die Zeit, ja? Mal ein bisschen hier, ein bisschen Gas geben hier. Das wäre gut. Das nehme ich gerne an. So. Wir flügeln da jetzt drauf. Ich hoffe, dass er nicht ausweicht. Dieser Angriff, Step down, Drecks runter, Scheiße, geht mir richtig auf den Sack. So. Komm schon, das muss aber für Frost jetzt reichen hier. Wir haben nur noch 3 Minuten. Danke. So, dann hauen wir mal den Diamanten durch. Das bringt Bewegung. Okay. Ja, die Lakaien sind natürlich fett von der alten jetzt, ja. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das darf man nicht unterschätzen. Wir müssen jetzt zusehen, ne? Die darf natürlich jetzt nicht ständig und konstant ihre Kacklakaien da bekommen. Sonst ist das nämlich blöd. So, dann haben wir die nächsten blauen, die wir nach links ghosten können. Ja, das war schon mal besser. Also ich meine, sterben werden wir hier nicht mehr. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir es in der Zeit halt packen, ne? Aber das reicht. Das reicht. Und damit haben wir seit langem, muss man tatsächlich sagen, erstmal wieder gepackt, 6 One-Shots zu machen. Wahnsinn, ja. Ein paar Punkte hinter Chili, ne? Der ja sowieso immer 6 One-Shots macht. Oh, no. Schön. Freut mich. Wie sieht's aus? 74 zu 98. 400 Punkte liegen wir hinten. Das ist okay. Das ist okay. Können wir uns erstmal nicht beschweren. Das war ganz gut gewesen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ja, 6 One-Shots endlich mal wieder. So, ich hoffe jetzt aber, ja, also die Erwartungshaltung ist, ne, dass jetzt alle die immer drunter schreiben, dass meine Teams kacke sind und dass ich alle Scheiße gespielt habe, vielleicht jetzt auch mal anerkennend drunter schreiben, dass ich Glück hatte. Ja, das reicht mir auch aus, ne?
Von daher, in dem Sinne, ich wünsche euch viel Glück im Krieg. Ich drücke euch die Daumen. Ja, solltet ihr beschwören, drücke ich euch auch da die Daumen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist Kriegszeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.